Warum bist du Übersetzer? Ich habe schon immer gern gelesen und ich habe herausgefunden, dass Übersetzen die intensivste Art ist, ein Buch zu lesen. Und ich liebe Bücher. Was bedeuten Kanada und seine Literatur für dich? Für mich ist Kanada immer noch ein bisschen das große, unbekannte Land im Norden des Kontinents. Einerseits wirkt es recht europäisch, andererseits hat es aber auch diesen wahnsinnig aufregenden Schatz der Kulturen seiner Urbevölkerung. Und vielleicht ist es diese Vielfalt und das breite Spektrum an Themen und Inhalten, was für mich auch in der kanadischen Literatur zum Ausdruck kommt und was mich immer wieder zum Staunen bringt. Warum sollte jemand in Deutschland unbedingt dieses Buch lesen? Man sollte dieses Buch unbedingt lesen, weil es einen guten Eindruck in einen spannenden Aspekt der jüngsten kanadischen Geschichte vermittelt, der auf ähnliche Weise in vielen westlichen Kulturen stattgefunden hat. Man sollte es lesen, weil es von gesellschaftlichem Wandel, von Veränderung, von Migration und Isolation handelt und davon, wie wichtig ein ausreichender Vorrat an Toilettenpapier ist. Und man sollte es lesen, weil es eine fesselnde, eine witzige, traurige und insgesamt mitreißende Geschichte erzählt. Das Buch handelt von einem Mann, von einer Insel, von einer Welt, die im Untergang befindlich ist, wo sich Menschen von Traditionen, Gewohnheiten und ihrer Heimat trennen müssen. Oder sich starrsinnig und verzweifelt daran festklammern und am Ende mit den Geistern der Vergangenheit ihren Frieden schließen. Am 1. Juli kam Heywood Coffin die Treppe herunter und fand Queenie tot in ihrem Stuhl am Fenster. Eine halb gerauchte Zigarette in der Hand. Das Buch aufgeschlagen im Schoß. Die Beerdigung wurde um einen Tag verschoben, damit Queenies Kinder Zeit hatten, vom Festland herüberzukommen. Die meisten reisten von den Ölsanden Albertas an. Ihr ältester Junge kam aus Oregon, wo er eine Firma für Zäune und Terrassen betrieb. Alle waren gezwungen, nach ihren Flügen auf die Fähre zu warten. Der Sarg musste ebenfalls mit der Fähre von einem Bestattungsinstitut in Fortune herangeschifft werden. In der Zwischenzeit wurde Queenie auf einem kahlen Tisch im Wohnzimmer aufgebahrt. Clara hatte sie gewaschen und ihr ein violettes Kleid angezogen, das sie in ihrem Kleiderschrank gefunden hatte. Doch es gab keine Schuhe, die sie ihr an die Füße tun konnte. Seit 1977 hat sie keine Schuhe mehr getragen, sagte Heywood. Zieh ihr die Pantoffeln an, sagte er. Sie soll es bequem haben. Der Sarg war so schwer wie eine Dory und zu breit, um durch die Tür zu passen, wo Queenie immer rauchend gestanden und sich mit den Passanten unterhalten hatte. Sie mussten das Fenster über ihrem Stuhl ausbauen, damit sie ihn ins Haus bekamen und einen Tag später mit der toten Frau wieder herausheben konnten, wobei ein halbes Dutzend Männer die Arme ausstreckte, um sie in Empfang zu nehmen, als sie zum ersten Mal seit über 40 Jahren wieder hinauskamen an die frische Luft. Die Männer achteten sorgsam darauf, nicht auf die wuchernden Blumen zu treten, die sie durch das Fenster ausgesät hatte. Queenie Coffin, sagte Loveless, in ihrem Coffin, ihrem Sarg. Sie hat mir gesagt, dass sie im Herbst nicht mehr hier sein würde, sagte Sweetland. Das sagt sie schon seit 20 Jahren, sagte Duke. Früher oder später hätte sie damit sowieso recht gehabt. Eine Sünde, sie da rauszuholen, flüsterte Pilgrim. Man hätte die arme Frau unter ihrem Küchenfußboden begraben sollen. Sie ist tot, sagte Duke. Es interessiert sie einen Scheiß, wo sie jetzt hinkommt.